gerne ein bisschen schwarz, ne? Ein bisschen für den Brunch. Deswegen mag er nicht ausreden. Wieder mal ein richtig spannender Vlog auf meinem Channel. Danke, dass du eingeschaltet hast. Das Blutschröpfen. Das ist eine 4000 Jahre alte Therapie. Herzlich willkommen, Leute. Was geht? Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen. Herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Channel. Und zwar sind wir heute bei, da hinten im Hintergrund, das ist der gute Kenneth. Moin, moin. Ja, der wird jetzt auch mitgezogen, mit durchgezogen. Deswegen seid ihr auch heute mit dabei. Wir ziehen das Ganze gemeinsam durch. Er ist auf Prep. Ne? Und seine gute Herzensdame hat mich so ein bisschen beauftragt, ihn so ein bisschen mit durchzuziehen hier. Ne? Ein bisschen wach machen, ein bisschen aktiv werden, weil er ist jetzt auch in Prep. Das ist auch interessant für die Leute. Das sollt ihr auch mitbekommen natürlich. Ja, und ist ein sehr, sehr feiner Kerl. Ich verstehe mich privat sehr, sehr gut mit ihm. Das ist jetzt seine wievielte Prep? Zweite. Seine zweite Prep. Und ja, ich finde, er ist ein cooler Typ. Heute geht es um ein Full Day of Eating. Einmal von mir und einmal von Kenneth. Der ist jetzt auch im Prep. Ist sehr, sehr ähnlich bei uns beiden. Und dann haben wir gesagt, kombinieren wir das Ganze. Können wir euch alles schön zeigen, unsere Meals, wie wir die vorbereiten. Ja, meine Aufgabe ist es jetzt so ein bisschen, ihm zu helfen, die Rückenmuskulatur vernünftig aufzubauen. Die fehlt so ein bisschen, hat Dennis auch gesagt, sein Coach. Ich zeige euch jetzt, was ich hier mitgebracht habe. Ja, hier ist einmal schon mal das Eiklar. Ja, flüssige Eiklar, 250 ml mit einem Ei drinne. So, dann machen wir mal auf das gute Stück. Was haben wir dabei? Wir haben Fleisch mit. Ja, und zwar natürlich von unserem besten Sponsor, Planet-Food, Leute. Falls ihr mich da unterstützen wollt, planet-food.store, Code TOBI10. Und zwar haben wir hier eine Premium-Rinderhüfte dabei, 250 Gramm. Putenbrust. Schnitzel, das sind auch ein bisschen mehr als 200 Gramm. Bio-Pfanngemüse, mediterraner Art. Einfach damit schnell geht, effektiv ist. Plus, ich habe mir mal sagen lassen, dass gefrorenes Gemüse sogar mehr Vitamine hat als frisches Gemüse, weil es halt direkt schockgefroren wird. Ich weiß ja nicht, könnt ihr mal in die Kommentare hauen, ob das stimmt oder ob ich da Fehlinformationen habe. Dann haben wir hier dabei Spinat. Ja, ihr seht hier bei Ken und Erbi auch, Spinat natürlich am Start fürs Omelette. Viel Kalium enthalten im Spinat. Dann geht's hier weiter. Hier habe ich den Reis für heute. Mit einer Zwiebel. Ja, muss ja praktisch sein, Leute. Muss funktionieren. Ne? Dann hat der Reis gleich schön Zwiebelaroma, 2 in 1. Und wir haben hier ein bisschen Platz gespart. Da seht ihr mal, der hat alles hier vorbereitet schon. Der hat die Zwiebel schon vorbereitet, egal. Der gute Mann hat Hunger. Ja, Hunger, ja, das ist schon ready. Hunger. Wo ist die Chili bei dir, die frische Chili? Ist hier grüne Chili haben wir jetzt eigentlich. Ach, grün. Ja. Hat der sogar, alter Schwede. Ich dachte, jetzt habe ich ihn, Leute. Aber nein, er war nicht vorbereitet. Warum, Leute, Chili? Für die Verdauung sehr, sehr gut. Für den Fettstoffwechsel, ja. Die Natur hat eigentlich alles, was wir brauchen. Leute. Dann haben wir hier nochmal was. Habe ich hier nochmal was fertig gemacht. Und zwar meine Supplementierung, die es zum Frühstück gibt. Jedes Supplement und alles hat halt so seine Zeit und seine beste Aufnahmezeit. Was auch immer, keine Ahnung. So, dann haben wir hier noch einmal ein Rice Meal. Und dann habe ich hier noch ganz unten drin ein paar Dinkelnudeln. Schon vorbereitet, ja. Ich sage euch ehrlich, warum ich die schon vorbereitet habe. Ich bin ganz ehrlich, ich war heute Morgen natürlich mega aufgeregt. Ja, und hier ist noch ganz viel Zimt natürlich. Hier Zimtteppich, ja, ups. Ja, ich war heute Morgen aufgeregt, habe alles soweit fertig gemacht. Und dann ist mir auf einmal die Packung Nudeln runtergefallen und paff, haben die überall verteilt, Digga. So gefallen, dass sie irgendwie da raus sind und dann waren sie schon so halb auf dem Topf. Habe ich die alle so zusammen in den Topf rein, heißes Wasser und habe die schon mal gekocht. Aber ist gut, denn wir haben hier 4-mal Reis, pro Portion 70 Gramm und dann sind wir gut abgedeckt. Deswegen gibt es heute für mich keine Haferflocken. Ich habe hier schon Haferflocken vorbereitet für mich. Das sind 80 Gramm, bisschen Flakepulver drin und dann habe ich mir von Tobi abgeguckt, gibt es gleich Whey Drip oben drauf. Versteht ihr? Schmeckt geil. Whey Drip. Ja. Warum frage ich so? Denn es hat tatsächlich auch wirklich noch einen gesundheitlichen Effekt. Wenn ihr eure Haferflocken über Nacht einlegt ins Wasser, so aufquellen lässt, sind sie viel besser verträglich, ja? Weil irgendwie dieses Phosphor oder so sich irgendwie löst. Ich will jetzt keinen Blödsinn reden. Es gibt bestimmt einige von euch da draußen, die wissen genau, was abgeht. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten googeln, sie werden auf jeden Fall verträglicher. So, dann fangen wir an mit unserem Omelette oder was? Richtig. Dann let's go. Als Öl- oder Fettquelle nutzen wir immer Kokos- oder Olivenöl. Das wird jetzt bei mir nicht abgewogen. Ich mache hier einfach zacki zacki, du auch? Ja, ja. Das ist ein Trick, Leute. Könnt ihr ein bisschen Küchenrolle nehmen hier, dann könnt ihr das Öl schon verteilen. Da gibt es auch so Pinsel für. So, ein bisschen warm werden lassen. Dann hau ich hier mir schon mal ein paar Zwiebeln rein. Du kannst auch das Große nehmen, ne? Die große, ist so egal, weil ich mache Rührei und das passt besser mit Omelette. Okay. Große Pfanne. Ich hätte aber auch Zwiebeln genommen, so ist es nicht. Du weißt, ich bin immer so schnell, ich bin immer so zackig, du. Mensch. Brauchst du mehr Zwiebeln? Ja, ein paar kannst du mir noch reinwerfen, gerne. Leute, Zwiebeln wichtig, immer wichtig. Zwiebeln Paprika und auch? Ja, Paprika auch, genau. So, Leute, jetzt wichtig, bisschen anbraten lassen, ne? Dass die Zwiebeln und die Aromen sich schon mal so ein bisschen freisetzen. Und dann geht's gleich weiter, wenn wir das Omelette in der Pfanne haben, weil jetzt müssen wir erstmal die Zwiebeln so ein bisschen, you know, müssen in die Party reinkommen, ein bisschen die Aromen freisetzen und dann geht's gleich hoch. Wenn man nüchtern ist, dann fängt jetzt der Appetit an, so ein bisschen anzuklopfen. Richtig. Ihr wisst ja, Gorilla's Kitchen, denn er ist eine Classic Gorilla. Ich bin der Gorilla aus der Gorilla Kitchen. Da passen wir, da haben wir uns hier gefunden, das Gorilla-Rudel. Ja. So, jetzt geht's hier langsam rund, Leute. Ihr seht, die Zwiebeln werden langsam so glasig. Das ist der optimale Moment, das
Ei hier mit hinzuzufügen. Du magst das gerne ein bisschen schwarz, ne? Bisschen für den Crunch. Deswegen, ist er auch, deswegen mag er mich auch so gerne. Guck mal an, Leute. Oh. Deswegen sage ich immer, Leute, wir sind privilegiert. Hallo. Ja, da, Leute, da müssen Leute da den ganzen Tag für arbeiten, Mensch. Was soll's? Leute, jetzt ist es Zeit für unseren Spinat. Ein bisschen dieses Dschungelfeeling. Versteht ihr? Diese Dschungelfeeling. Soll ich bei dir auch aufpassen? So, jetzt können wir schon mal den Reis vorbereiten, Leute, damit das hier alles auch Effizienz, Leute. Effizienz. Bodybuilding muss tschak, 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 tschak. Ja, hier kenne ich so. Der sagt, ich habe jetzt 3-4 Mal gewaschen, Bruder. Das ist immer noch nicht. Das ist nicht klar. Das ist nämlich das Problem, Leute. So wäre der Reis nicht gut. Das Wasser muss klar sein. Nicht mehr samtig, nicht mehr mehlig, nichts. Klar. Glasklar. Ich mach runter beide. Ja. Ich kenne ja seine Platten nicht. Das ist klar genug. Ja, mein Schatzi, das hast du super gemacht. Wir sind stolz auf dich. Wir sind stolz. Das gute Meersalz hat er, grobe. Aber das stinkt hier, Bruder Kenne. Echt? So, Leute, in der Zeit, das ist mir alles zu bunt. Nein, es ist fertig hier, ne? Oder? Es raucht ganz schön doll. Ja, es ist fertig. Guck mal hier, so ist perfekt. Ja, ja, ist perfekt. Bei mir auch. Du musst eins runter. Du fallst es nicht, ne? Nee. Hol raus da. Halt so. Ja, na klar. Teamwork. Was will er da, Mensch? Mach mich nicht sauer. Will das doch jetzt hier perfekt. Kann man sogar wieder aufklappen, Leute. Guckt euch das an. Willst du deinen Crunch hier noch haben, oder? Ja, ja, Crunch. Auf jeden Fall, Bruder. Hallo. Ja, das ist dann auch meine. Oh, Leute, seht ihr, hier ist alles authentisch, unzensiert, Leute. So, der Reis ist bereit. Das heißt, jetzt geht's weiter zum Fleisch, Leute. Oh, schön über Nacht eingelegt. Richtig, richtig feiner Zwirn. Oh Mann, jetzt bin ich wieder. Oh Mann, Leute. Backpapier auf den Opti-Grill. Mit dem Gemüse, das wollen wir jetzt schon mal anbraten. Wenn jemand weiß, wie man die schnell schält oder hier rauskriegt, gerne in die Kommentare schreiben. Beim Rind immer wichtig, zieht auch nach. Ja, das heißt, wenn ihr das bratet oder wenn ihr das macht, das zieht noch von selber nach. Ihr dürft das nicht zu sehr braten. Das von selber mit der Restwärme kommt er dann noch. So, das sieht hier gut aus. Jetzt müssen wir hier gucken, dass das ganze Wasser hier rausgeht. Und dann ist das Gemüse einsatzbereit. So, jetzt sagt er hier Medium. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir haben. Schauen wir uns das ganze Stück schon mal an. Alter, das sieht doch schon mal saftig aus. Und ihr seht, selbst mit Backpapier habt ihr die geilen Grillstreifen drauf. Ja? Ja, das ist Qualität, Habibis. Qualität, Leute. Planet minus Food. Ich sag's immer und immer wieder, Leute. Nicht nur volle Antibiotikum und nur hier in der Scheune. Hauptsache schnell, schnell viel Ertrag bringen. Nein. Wir sind um 12 bei Hatobi organisiert, bei einer Massage. Und wir haben es jetzt klassisch gespielt. 20 vor. Ja, tatsächlich geht's heute zur traditionellen osmanischen Massage. Hijama-Behandlung. Ja, der gute Serkan hat das alles gestartet. Der macht das traditionell, hat das damals bei sich im Dorf gelernt. Der hat mich angefragt, ob wir da ein bisschen zusammenarbeiten wollen, ein bisschen was machen wollen. Und das braucht man natürlich als Profisportler. Ich werde Kenneth einfach mal mitnehmen heute. Der weiß zwar noch nichts davon, aber der gehört jetzt mit dazu zum Team. Das heißt, er wird alles mitmachen, miterleben. Er ist ein Freund von jedem Athleten in der Wettkampfdiät. Natürlich Hinz, Zero Ketchup. Davon haben wir uns ein bisschen was auf die Nudeln. Ich werde jetzt auch nichts mehr essen. Ich gehe nüchtern zur Massage und deswegen packe ich das alles ein. Und ihr seht gleich die fertigen Boxen. Du wirst gleich nichts essen? Ich werde nichts essen. Wir bleiben nüchtern, Habibis. Wir bleiben nüchtern. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Damit ihr auch mal lernt, Leute. Das ganze Essverhalten und was wir hier in Europa leben, in der westlichen Welt, das ist gestört. Das ist. Meld dich bei mir im Coaching an. Ihr wisst Bescheid. Unten in der Beschreibung ist der Link. Trag dich ein. Ich melde mich bei dir und wir schauen, wie wir gemeinsam dein System optimieren können. Oder die Gute. Ihr werdet schon noch verstehen. So, dann haben wir hier die Meals. Das sind 4 Meals, Leute. Ja, das ist pro Portion 70 Gramm Reis, 120 Gramm Chicken. Das heißt, mal 2 müsst ihr euch das denken. Da haben wir hier 250 Gramm Steak. Das sind 125 Gramm pro Portion an Rinderhüfte. 140 Gramm ungekochten Reis. Das sind auch 2 Portionen pro Portion 70 Gramm. Haben wir hier nochmal ein bisschen Gemüse mit draufgepackt. Auch schon mal alles vorbereitet. Einmal unser Omelette. Und darunter sind die Dinkelnudeln. Und das gönnen wir uns gleich nach der Massage. Wir bleiben nüchtern, denn ich mache ja dieses Hijama-Schöpfen. Das heißt, er holt das alte Blut raus und so mega interessant. Ich bin selber sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Und dafür wollen wir noch nüchtern bleiben. Das heißt, das nehmen wir mit unseren Supplementen, die wir zu unserem Essen einnehmen. Packen wir einmal ein. Das Essen bleibt erstmal hier. Das ist schon mal vorbereitet für später. Kenneth hat auch sein Hähnchen alles ready. Genau, mein Reis ist hier noch drin. Habe ich noch nicht abgepackt, weil wir jetzt los müssen. Übrigens hat mir Tobi gezeigt.
dass man den Löffel hier reinstecken kann. Das habe ich nach 3 Jahren Reiskocher auch mal jetzt herausgefunden. Ich weiß aber nicht, wo ich den hinlegen soll. Kenneth ist ja hier zu Hause, deswegen muss er nichts einpacken. Er lässt den Reis einfach hier drinnen. Ach ja, wichtig, hier waren die Eier drinnen, Leute. Wenn ihr irgendwas mit Eiern macht, immer direkt sauber machen. Ganz, ganz wichtig, wegen Salmonellen. Und dann kommt dieser komische Eiergeruch schon. Auf geht's zur Massage. Bis gleich. Weiter geht's, Leute. Wir verlinken ihn ja auch hier rein, ne? Der gute Serkan. Da sind wir. Eine Kooperation mit dem. Und ja, der ist jetzt selbstständig komplett. Der hat das davor immer nur so ein bisschen nebenberuflich gemacht, hat sich jetzt aber fokussiert auf seine Selbstständigkeit. Deswegen hier ist auf jeden Fall sein Instagram-Kanal mit eingeblendet. Checkt das Ganze ab. Wir erzählen euch gleich bei der Behandlung noch ein bisschen mehr und er selber wird euch auch noch ein bisschen was erzählen. 8 Minuten, sagt er. Angekommen bei den guten Serkan, das ist der Mann mit den magischen Händen. Ja, Leute, er startet das Ganze. Ja, wir wollen das gemeinsam alles so ein bisschen unterstützen und begleiten. Das wird hier eine tolle Kooperation mit uns beiden. Ich bin mega gespannt, was mich erwartet. Ja. Wir sind in Hamburg-Wandsbek, bei mir zu Hause. Wir arbeiten uns darauf hin, bald eine eigene Praxis zu öffnen, so Gottes will. Und da freue ich mich über jeden Besucher, über jeden Gast, über jeden Kunden, der herkommt, mich unterstützt, für sich was Gutes tun will. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, am Ende wird der Hulk hier auch am Ende zufrieden sein und Grüß dauerhaft immer mit mir zusammen arbeiten. Sag dir ehrlich, Serkan, wegen diesem Typen da, ja, dieser Penner da, ja, habe ich mir hier den Nacken verspannt. Okay. Auf jeden Fall, das muss bearbeitet werden. Ja. Dass ja. du schon mal nur weißt. Du bleiben, Boxershorts, was sagst du, Chef? So kannst du bleiben. So kann ich bleiben, das passt. Was wiegst du? Heute Morgen 107, tatsächlich. Wow, sehr gut. Ich habe ein bisschen Wasser gezogen, Leute, bleib locker. Wie läuft das jetzt so grundsätzlich ab? Wir fangen an, warte ganz kurz, mach mal einmal Füße hoch, bitte. Grundsätzlich ist das so, wenn sich einer bei mir hier vorstellt, dann frage ich natürlich erstmal, warum ist er hier? Was kann ich für ihn tun? Manche haben Beschwerden an der Schulter, manche können den Nacken nicht drehen. Rashid sagte schon eben, er hat sich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, was typisches Schulter, Nacken, irgendwas eingeklemmt, dass er seinen Nacken nicht frei bewegen kann. Es geht jetzt damit los, dass ich natürlich erstmal mit meinen bloßen Fingern rein mit dem Tastsinn überhaupt fühle, wo könnte sich was verklemmt haben, wo könnte was eingerenkt gewesen sein, was nicht so sein soll. Die Verspannung geht schon bei Ihnen hier los, das spürt man. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mittlerweile gesammelt und ich muss sagen, oh, das Bro, dein Nacken ist auf jeden Fall fällig, ne? Ja, der ist fällig, ne? Ja. Tatsächlich ist diese Seite nicht so schlimm wie diese Seite, aber die Nacken von den beiden Seiten, die Muskulatur ist auf jeden Fall sehr verhärtet. Das ist der Wahnsinn, weißt du nicht, dann merkst du, das hängt alles zusammen. Und du wirst auch gleich merken, ich werde mit der Pistole vermehrt hier und hier rauf drücken. Ne? Das ist meine Massagepistole. Das ist immer Step One, kann man sagen, nachdem wir abgetastet haben. Also Leute, FitGun ist echt toll, wenn man einen Therapeuten hat, der sie dann für einen anwendet. Wenn man sie selbst benutzt, dann hat man nicht diesen Effekt. Weil ihr müsst ja auch richtig mit dem Muskelstreng gehen, ne? Mit der Bewegung schön. Deine Stimme zittert. Ja, zittern. Ja. So, Rashid, Bruder. Step One haben wir hinter uns. Bei normalen Leuten reichen so ein paar Tupfer auf die Hand, aber bei ihm müssen wir gefühlt die halbe Flasche leer machen. Mashallah. Nächster Step, die Faszienbehandlung. Wir haben jetzt Rashid schön eingeölt, massiert. Punktuell sehr intensiv auf die Problemzonen sind wir eingegangen. Ich spüre das, ich weiß nicht, ob Rashid das spürt, aber die paar Punkte, finde ich, sind schon lockerer geworden. Auf jeden Fall, merke ich auch. Echt? Ja. Nächster Step ist die Faszienbehandlung. Ich kann jetzt die Faszien, nicht Faszien, sind ja zwischen Haut und Muskulatur, das ist wie so ein Netz. Wenn die verklebt sind, kann das auch eben halt zu Schmerzen und zu Blockaden führen. Um die zu lösen, geht das nicht, wenn ich so mit dem Finger hin und her reibe. Dafür brauchen wir so einen Faszienschaber. Aber damit reiben wir jetzt intensiv über die Haut. Manche lieben es, manche hassen es. Ich weiß nicht, was Rashid dazu sagt. Ich finde das geil. Echt? Du angenehm. Seht ihr, Leute, zum Beispiel, hier ist rot, hier ist noch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe mir das immer gefragt. Ich habe das erste Mal mit so einem Faszienschaber jetzt bearbeitet. Echt? Ja. Okay. Und ich muss sagen, das ist richtig, richtig schön. Es ist natürlich ein bisschen, man spürt was. Aber ich sage ja auch immer, Leute, erst wenn ihr was spürt, dann passiert was. Erst dann habt ihr einen Effekt. Richtig. Ja? Erst dann gibt der Körper dir eine Antwort. Und da passiert auch was. Also ohne nichts, dann passiert auch nichts. Ganz einfach.
Das haben wir beim Bodybuilding, beim Training, egal wo, und hier auch wieder. Und jetzt habe ich hier so eine kleine Therapie, wo wir die Haut nach oben ziehen, damit die Durchblutung jetzt richtig doll arbeiten kann. Und das ist auch eine kleine zusätzliche Behandlung. Oh, gib mir 150 auf der Bank, ist angenehmer. In der letzten Folge sind die 150 auf die Brust gefallen. Das war nicht so schmerzhaft wie das jetzt. Einmal Füße hoch, bitte. Und dann einmal zur Seite zu uns drehen hier. Kleine Kobra, Leute, wichtig. Perfekt. Ein bisschen entspannt. Sehr schön. Dann einmal tief ein- und ausatmen. Locker lassen. Und da war er. Andere Seite direkt? Andere Seite direkt. Oh, der war gut, Bruder. Nächste Behandlung, nehmen wir ein Mikro mit und halten das dahin. Ja. Das komm. Müssen die Zuschauer hören. Das ist die beste Dehnung, finde ich. Seht ihr schön hier, wie sich das langzieht. Übrigens, Kopfschmerzen kommen auch oft davon. Wenn das verkürzt ist, dann nehmen wir automatisch eine Schutzhaltung ein, anstatt uns eigentlich einfach nur zu dehnen. Ja, und man verkürzt das Ganze. Die Durchblutung wird schlechter, die Muskulatur wird härter. Mhm. Und dann haben wir schon die ersten Kopfschmerzanzeichen. So, Rashid, noch einmal eine Probe. Wie weit geht's? Okay. Ja, geht's so. Warte mal, lass mal. So, ja, komplett okay. Limit. Und hier ist ja schon besser geworden. Habe ich dir schon vorhin gesagt, durch den, was du da gemacht hast, okay. wo ich dachte, das ist schon einrenken. Man meinte, nee, wir haben noch nicht angefangen. Beziehungsweise es war schon einrenken, aber noch nicht. Aber nicht der Bereich, genau. Würde ich mal sagen, let's knack. Dafür brauche ich deine Hilfe. Ja. Du machst Kopf gerade, du lässt komplett entspannt, machst einmal Augen zu, bitte. Er denkt wahrscheinlich, wir sind fertig, sind wir aber noch nicht. Ist das herrlich, Digga. Ich verstehe die Leute nicht, das ist so geil, Mann. Ach, geil, Mann. Jetzt kann das sein, dass ihr leicht schwindelig wird, weil das Blut jetzt wie verrückt rauf und runter schießt. Ja, kommt tatsächlich sogar. Das ist, überleg mal, jedes Knacken löst einen Knotenpunkt. Jetzt berechne mal grob, wie viele Einrenkungen wir gemacht haben. Wie oft hat dein Körper gerade geknackt? 15 Mal? Ja, mindestens. Allein ja im Nacken schon. Ja. Das heißt, durch dieses eine Einrenken, das war ja für euch ein Knacken. Aber ich hab's ja gespürt, das waren mehrere. Ja, das war einmal der Drutt, so genau, einfach runter. Genau, ne? Richtig, genau. Ah, und ihr habt übrigens gerade gesehen, er konnte weiter gucken. Was sagt ja, der Nacken jetzt? Guck mal. Das ist kein selber. Fake. Leute, ihr seht selber, jetzt, ich komme ganz rum. Krass. Ich drehe nicht aus der BWS, ne? Das ist die HWS, die hier arbeitet. Schaut euch das an, selber. Stiftung Warentest. Und jetzt gucken wir mal die andere Seite. Komm mit. Immer noch HWS, immer noch HWS. Kenne das Zeuge. Oh, Wahnsinn. Oh, da hinten. Oh, das fühlt sich auch ganz anders an auf einmal. Warum? Was passiert hier, Serkan? Warum fühlt sich das so anders? Wegen dem Blutstau? Wir haben hier natürlich Blutstau gehabt. Und dadurch, dass wir jetzt alles gelöst haben, hast du hier jetzt natürlich auch viel mehr frei und es läuft alles besser. Das merke ich, Digga. Es fühlt sich gut an. Und ich merke auch, wie das immer weniger wird. Also das merkt man richtig. Ja, so jetzt wird es einmal kalt, Rashid. Ja. Das ist Desinfektion, weil wir da jetzt eine ganze Menge Öl drauf haben. Ja. Muss ich das einmal desinfizieren. A, damit das sowieso an erster Stelle immer Hygiene kommt, an erster Stelle einmal desinfiziert ist. Und B, damit das gleich mit den Gläsern besser haftet, weißt du? Ja. Weil wenn die Gläser mit Öl in Verbindung kommen, dann backt das nicht. Was genau passiert jetzt? Bruder, jetzt ist Kapitel 2 das Blutstopfen. Das ist eine 4000 Jahre alte Therapie, erfunden von den Ägyptern. Damals haben sie die Hörner von den Tieren abgesägt, ausgeholt und dann haben sie damit der eine Seite gesaugt, die andere Seite an die Haut gehalten. Dann wurde das weiter übernommen von den Chinesen. Das ist eine einzige Entgiftungsmethode, um das dreckige, toxische Blut im Gewebe. Es ist nicht ein Blut, womit wir jetzt die Ader aufschneiden und da das Blut rausholen, sondern du hast hier abgestorbene Zellen, toxisches Blut, genau. Was hier gerade einfach unnötig in deinem Körper ist. Es hat dir keinen Nutzen, außer dass es mit der Zeit vielleicht zu Krankheiten führt, was wir natürlich niemals wollen. Jetzt sammeln wir quasi den Dreck auf einen Punkt. Jenes A und O. Wenn wir da gleich schneiden, können sich Gase entwickeln, rauskommen und deshalb machen wir einfach aus Schutz. So. Dann würde ich mal sagen, let's go. Das sind wirklich ganz kleine Piekserchen. Ist auszuhalten, Coach? Ja, ja. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Mhm. Ich sehe hier alles voller Blut. TikTok-Aufnahme vom Blut schon da, bis wir so alles zeigen, dass das schneiden kann, weißt du? Ich hatte letztens hier einen, der hat rumgezappelt und dann hat sich das eine Glas gelöst
Dann war die ganze Suppe unten. Ich kenne das Schröpfen ja auch, aber nicht mit diesem Anritzen. Das habe ich noch nie gesehen. Und wenn man das regelmäßig macht, wird es dann auch weniger mit der Zeit oder wie ist das? Ja, dann wird es weniger. Und du merkst dann auch auf Dauer, dass du viel gesünder bist, weniger krank wirst. Ihr habt gesehen, die Flaschen sind mega schnell vollgelaufen. Ich spüre, dass dein Körper hier noch ein bisschen mehr rausgibt. Deshalb habe ich die Gläser jetzt einmal entnommen. Nagelneue Gläser, obwohl das dein Blut ist. Ich habe es nicht ausgekippt, wieder benutzt. Nochmal neue Gläser. Selbst mit meinem eigenen Blut auch nicht? Ja, Bruder. Serkan, du bist der King. Ich bin genau bei dir gelandet, weil du der Richtige bist. Zack. Das war echt richtig blöd. Hier, guck mal, und das ist hier seine Leber. Das ist jetzt das zweite Glas, was ich drauf gemacht hatte. Das nehme ich jetzt ab. Jetzt seht ihr diesen Film. Es wird viel dickflüssiger. Jetzt weiß ich, der Körper ist da angelangt, dass er doch dieses zweite Glas brauchte und somit hier zumindest zu Ende ist. Woher hast du das erkannt, dass da noch so viel Bedarf war? Die Flasche ist vollgelaufen und es hat nicht aufgehört. Also musste ich sie abnehmen, weil sonst hätten wir hier gleich eine Überflutung. Und klatsch. Sag du jetzt, ob das gesund ist oder nicht? Das kann nicht gesund sein, Digga. Ekelhaft. Habt ihr den Schleim gesehen, Leute? Und ihr wisst, dieser Schleim, der befällt die Zellen und dadurch entsteht jede Krankheit. Ich bin positiv überrascht und ihr habt das Leberzeug da alles gesehen. Das kann doch nicht gut sein. Das hat doch im Körper nichts verloren. So, das war's hier bei Serkan. Ja, checkt das Ganze ab. Ihr werdet auf jeden Fall öfter jetzt noch von ihm sehen, denn ich komme regelmäßig hier zur Behandlung. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich halt sagen muss, er muss halt mein System auch erstmal kennenlernen, denn ich bin halt nicht so 0815-Typ. Ne? Ich bin sehr, sehr gelenkig, sehr beweglich. Jetzt weiß er das. Jetzt weiß er auch bei den nächsten Behandlungen, okay, er muss da vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Und deswegen kann ich das als Feedback ihm einmal mitgeben. Ansonsten wirklich einwandfreie Behandlung. Sehr, sehr herzlich, der Mann. Wieder mal ein richtig spannender Vlog auf meinem Channel. Danke, dass du eingeschaltet hast. Falls du es immer noch nicht getan hast, bitte abonnier den Channel, Leute. Ich brauche euch Glocke aktivieren. Lasst gerne einen Kommentar da, ob positiv, ob negativ. Es ist mir so egal. Daumen nach oben. Ihr wisst, wie es läuft. You know what it is. Just a warm-up. Now we get started.